Ja Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder ein kurzes Update-Video zu meinem VW Golf 4 hier angesagt. Ja Leute, ihr habt am Titel schon erkannt, das neue 3-Speichen-Lederlenkrad ist drin. Und den Anblick möchte ich euch nicht vorenthalten. Schauen wir uns doch einfach mal das Ergebnis an. Aber nicht nur das Lederlenkrad, ich zeige euch sonst so, was ich sonst noch so für Kleinigkeiten unternommen habe bis jetzt. Viel Spaß! Ich muss zugeben, in der Waschstraße war ich nicht, aber von außen habe ich auch erstaunlicherweise nichts wirklich krasses Neues dran gemacht, was ich euch jetzt in diesem Video erwähnen müsste. Außer eine Sache, doch, die gibt es. Und zwar habe ich ja im letzten Video den Lackzustand angesprochen, der von diesem Fahrzeug nicht mehr so gut ist. Ihr seht hier wieder diese ganzen Kratzer. Ich habe zusammen mit Lars versucht, ordentlich Polierarbeit zu leisten. Wir haben auch richtig schön die ganze Motorhaube und die Kotflügel versucht zu polieren und die war danach auch echt glänzend. Da war kein bisschen Dreck mehr drauf, aber diese Kratzer, die hier drin sind, gehen einfach nicht raus. Ich zeige euch mal das Endergebnis direkt kurz nach dem Poliervorgang. Es sah wirklich poliert aus, aber die Kratzer waren leider immer noch drin. Ja, Freunde, das verbleibt nicht. Das müsste man entweder richtig professionell polieren lassen, wenn es dann überhaupt was bringt, oder halt folieren oder lackieren. Aber gut, das ist so viel Geld, was da reinfließen würde, das sehe ich halt nicht ein. Bin ich ganz ehrlich. Schade, dass es mit der normalen Polierarbeit, wie ich es auch bei Mondeo und so sonst gemacht habe, hier nicht geklappt hat. Aber nun ja, was soll's. Dann wagen wir uns doch einfach mal in den Innenraum. Ja, was fällt dir erstmal auf? Diese, ja, Abdeckung für die Dichtungsleiste hier drin, die war ja hier komplett, da hat sich der Kleber aufgelöst, die ist abgegangen und lag hier komplett im Fahrzeuginnenraum. Aber jetzt habe ich sie wieder dran geklebt mit ganz normalem Uhu-Alles-Kleber. Bis jetzt hält es und es waren auch schon ordentliche Temperaturen hier drin jetzt im Spätsommer. Das Wetter war ja echt gut und da hatte ich ein paar Bedenken, ob das wieder sich lösen könnte, aber Leute, alles gut, es hat sich nicht einmal irgendwo gelöst, es hält bis jetzt bombenfest. Ich hatte das dann mit Schraubzwingen gemacht, ich blende hier mal ganz kurz ein Bild ein vom Prozess. Hat dann alles super funktioniert und es hält immer noch, das kann gerne so bleiben. Auf dem Weg zum Parkplatz, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, habe ich übrigens die 130.000 Kilometer geknackt. Aber jetzt gehe ich mit der Kamera ein bisschen zurück und zeige euch das eigentliche Highlight des Videos, nämlich das neue 3-Speichen-Lederlenkrad. Ja, Freunde, ihr seht es hier, es ist endlich drin. Ich blende euch hier jetzt nochmal einen Vergleich ein zum Vorgängerlenkrad. Das stinknormale Gummilenkrad 4-Speichen, was in der geringsten Ausstattung damals hier zu haben war, das fand ich wirklich nicht mehr schön. Und jetzt haben wir hier ein, ja, gebrauchtes, ist ja logisch, dass es gebraucht ist, Lederlenkrad 3-Speichen aus dem Baujahr, ich glaube 2001, bin mir aber nicht mehr genau sicher. Das habe ich von eBay Kleinanzeigen geschossen und ist eigentlich auch in einem ganz guten Zustand. Ich habe 90 Euro dafür bezahlt, ohne Versand, und da kann man eigentlich nichts sagen in dem Zustand. Ich hatte das Ganze in der Werkstatt meines Vertrauens einbauen lassen, das alte Lenkrad aus und das hier einbauen lassen. Ich wollte mich da jetzt nicht selber ranwagen. Kann man zwar auch selber machen, ich glaube gar nicht, dass das so ein großer Aufwand ist, aber habe ich dann eben machen lassen. Er musste eh in die Werkstatt, denn ich habe noch einen neuen Ölwechsel machen lassen. Aber schreibt mir gerne eure Meinung zum neuen Lenkrad in die Kommentare. Ich finde den Unterschied auf jeden Fall krass und es hat sich gelohnt. Es ist wirklich ein deutliches Upgrade für den Innenraum, eben dieses sportliche, schönere Lenkrad drin zu haben. Ja Leute, wie gesagt, Ölwechsel habe ich noch machen lassen und das ist jetzt der Stand der Dinge. Ich weiß, es ist jetzt nicht viel in diesem Video, aber ich wollte es nicht noch weiter aufschieben. Ich wollte euch jetzt schon mal den aktuellen Stand der Dinge zeigen mit dem Lenkrad, die Dichtung, die ich da reingeklebt habe, dass ich einen Ölwechsel gemacht habe, dass ich versucht habe, die Kratzer wegzupolieren. All das jetzt einfach schon mal raushauen, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Denn das nächste Update-Video, das dauert noch ein bisschen. Denn in dem nächsten Update wagen wir uns wahrscheinlich an die Türverkleidung im Innenraum, wo wir den Stoff abziehen werden und alles neu mit Individara beziehen werden. Wie ich auch schon in meinem Mondeo an einigen Stellen gemacht habe. Das dauert aber noch ein paar Wochen, weil ich privat auch ziemlich viel um die Ohren habe im Moment. Deswegen wollte ich euch jetzt schon mal den aktuellen Stand der Dinge mit dem neuen Lenkrad zeigen. Die Heckscheibenheizung, die wird eben auch noch mal überprüft von mir. Da hattet ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass es ein Kabelbruch sein könnte. Danach werde ich noch mal gucken, das dem alle noch mal versuchen, auf den Grund zu gehen und dann bis zum Winter, wenn die frostigen Tage anbrechen, hoffentlich die Heckscheibenheizung repariert zu haben. Aber mal gucken, was noch so kommt. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dieser kleinen Update-Folge. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da und natürlich einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video in alter Frische wieder und bis dahin, Freunde, haut rein!